Was kann eine Regierung tun, um den Menschen den Traum vom Eigenheim, von der persönlichen Individualisierung, vom eigenen Wohl zu vermiesen? Ganz einfach. Das, was unsere Regierung derzeit tut, was die Grünen tun, was die Ampel tut und wo selbst die Koalitionspartner eingeknickt sind und mittlerweile mobil machen. Man macht das Wohnen immer teurer und teurer. Und das ist das, was der größte Traum der Grünen ist, den Menschen das Eigenheim zu verbieten und per Enteignung und Gesetz es dahin zu führen, dass es sehr, sehr viele Menschen hart trifft und sie sich diesen Traum nicht mehr leisten können. Darüber sprechen wir heute. Wie das Ganze vonstatten gehen soll, ist bei weitem nicht das Heizgesetz oder der Heizhammer, den Robert Habeck momentan als seinen großen Aufhänger nutzt, um medial Aufmerksamkeit zu erwecken. Für mich war das Ganze sowieso Grund zur Skepsis, damit ich mal hinter die Kulissen geschaut habe und mir überlegt habe und mit unserer Regie bzw. unserer Redaktion hinter die Kulissen gegangen bin, um zu schauen, was eigentlich der große Hammer ist, der dahinter steckt. Denn wenn Nebelkerzen gezündet werden und False Flags, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, sollten wir eigentlich mal genauer hinschauen, was der wahre Grund ist, warum es derzeit so zur Sache geht. Und die Antwort darauf steckt im Rahmen des sogenannten Green Deal Programms. Fit for 55 ist das Stichwort. Und im März diesen Jahres wurde das Ganze dann eher unauffällig auf zwei Nebenschauplätzen entschieden. Und zwar geht es hier um Zwangssanierungen für diejenigen, die davon noch nichts gehört haben. Das ist nichts anderes als eine komplette Enteignung oder zumindest eine indirekte Enteignung. Heute decke ich einmal für Sie diese mega gefährlichen Entwicklungen auf und sage Ihnen auch, was für Sie als Immobilienbesitzer das Ganze bedeutet. Mein Name ist Dominik Kettner und dass die Zwangsmaßnahmen der EU immer skurriler werden, das haben wir alle verstanden. Bis 2030 möchte die EU ihre Emissionen um mindestens 55% im Rahmen dieses Fit for 55-Programms senken. Und dazu werden übrigens alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, ob sie wollen oder nicht. Ab 2030 heißt das also für Neubauten, also wenn Sie einen Neubau starten möchten, dass Sie nur noch aus Erneuerbaren oder Fernwärme versorgt werden dürfen. Bis 2030 muss es dann sogar so sein, dass alle Wohngebäude die Energieeffizienzklasse E haben müssen. Und die Klassen werden dann sogar nochmal neu definiert. In Deutschland ist es so, dass derzeit davon 3 Millionen Häuser betroffen wären. Und diese Zahl ist unglaublich, wenn man 3 Millionen Wohngebäude also dahin bringt, dass sie in dieser schlechtesten Energieeffizienzklasse G und H stecken, laut dem Eigentümerverband Haus und Grund. Ja, dann bedeutet das, dass die bis 2030 spätestens die Klassen auf G steigern müssten und dann bis 2033 auf E. Ansonsten wird ihnen eine Strafe aufgebrummt, die sehr, sehr saftig ist und es kann sogar dazu führen, dass sie ihr Eigenheim verlieren. Darüber sprechen wir gleich. Ich möchte Sie kurz darauf aufmerksam machen, dass ich mit Ernst Wolf gemeinsam ein kostenloses Online-Live-Seminar ins Leben gerufen habe, das am 14. Juni stattfindet. Dieses Event wird meiner Meinung nach eines der wichtigsten Events, das ich jemals veranstaltet habe, denn es geht darum, dass Sie sich vor diesen Enteignungen, die auf ganzheitlicher Ebene nicht nur bei den Immobilien passieren, schützen können. Ernst und ich werden Ihnen einen Schritt-für-Schritte-Plan an die Hand geben. Wir werden unzensiert sprechen. Er wird einige Bomben platzen lassen, die er so in den Social Media nicht veröffentlichen kann. Und wir werden Klartext sprechen und mit Ihnen live interagieren, sodass Sie uns auch Ihre Fragen stellen können. Doch schauen wir uns einfach mal an, was es konkret in Zahlen bedeutet. Und zwar der Eigentümerverband, wenn der Alarm schlägt und sagt, dass es bis zu 100.000 Euro Sanierungskosten für jedes dieser bislang schlecht gedämmten 3 Millionen Häuser bedeutet, dann sollte man sich das Ganze wirklich mal genauer anschauen, ob man vielleicht selbst davon betroffen ist. Vor allem Dach, Wände und Fenster, heißt es, müssen erneuert werden. Da das aber ganz oft bei vielen Menschen überhaupt finanziell nicht mehr möglich ist, gerade in der Zeit, in der wir in Deutschland in einer Rezession stecken, die Reallöhne sinken und viele nicht genug für das Alter haben, wie soll man sich noch 100.000 Euro für die Sanierung des eigenen Hauses leisten? Da aber das ganze Vermögen oft in dem Haus gebunden ist, wird man schlichtweg dazu gezwungen sein, entweder das Haus zu einem Spottpreis zu verkaufen oder die harten Strafen hinzunehmen. Wo wir bei dem Punkt wären, uns mal anzuschauen, wie hoch diese Strafen eigentlich sind. Denn es das heißt, für viele Gebäude der Energieklasse F und G wird eine Sanierung keine Option sein. Wenn also keine Option mehr besteht, was dann? Die Sanierung sei in diesen Fällen sogar teurer als ein Neubau und überschreitet oftmals die besagten 100.000 Euro. Und um die Strafen bei Nichtsanierung einmal hervorzuheben, sollten Sie sich am besten jetzt hinsetzen. Denn die Länder sind zuständig für die Strafen, heißt es. Hier einmal der Ausschnitt. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen die innerstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind und ergreifen die zu deren Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und jetzt gut hinhören, hier hat Robert Habeck bestimmt mitgewirkt, abschreckend sein. Die EU schreibt also ernsthaft,
abschreckende Strafen vor und wie diese konkret aussehen, werden wir uns jetzt einmal anschauen. Für einige Tatbestände geht man bis zu 50.000 Euro Strafe, bei einigen anderen 10.000 und bei anderen wiederum 5.000 Euro. In Deutschland ist es allerdings so, dass bislang hohe Geldbußen vorgesehen sind, die alle um die 50.000 Euro im Gesetzentwurf des sogenannten Gebäudeenergiegesetzes stehen. Auch ein Nutzungs- und Verkaufsverbot steht derzeit im Rahmen. Das heißt, wenn Sie also nicht sanieren möchten, dürfen Sie nicht mehr vermieten und sind gezwungen, Ihre Miete auf die Straße zu setzen. Liebe Bundesregierung und liebe EU, was Sie sich dabei gedacht haben, ich kann nur noch den Kopf schütteln. Ich fasse nochmal zusammen, warum es 3 direkte oder indirekte Enteignungen sind. Die erste wichtige Konsequenz, die wir verstehen müssen, ist, wenn man nicht sanieren kann und nicht bezahlen kann und das ganze Objekt zu einem schlechten Preis verkaufen muss, dann gleicht dies natürlich einer indirekten Enteignung. Der zweite Weg ist dann, wenn man saniert oder das Ganze nicht sanieren möchte und dafür hohe Strafen bekommt, die dann bis zu 50.000 Euro gehen und schon fast so teuer sind wie eine Sanierung, eine weitere indirekte Enteignung. Die direkte Enteignung wäre natürlich die Konsequenz, dass ein Nutzungs- und Vermiet- oder Verkaufsverbot besteht. Das ist das, was die Regierung also mit ihrem Gesetz vorhat und was wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollten. Das könnte eine riesige Gefahr für jeden Immobilienbesitzer sein. Hier lade ich Sie nochmal recht herzlich zu meinem Online-Live-Seminar mit Ernst Wolf ein. Wir werden dort darüber sprechen, welche weiteren Konsequenzen uns allen drohen. Und ich möchte Ihnen auch gerne den Tipp geben, hier mal den Trailer vorbeizuschauen, damit Sie sehen, um was es in diesem Webinar sonst noch so geht. Schönen Tag für Sie und vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.